beginnt ja, zumindest in meinem Hirn oder in meiner Welt, wie folgt. Ne? Ich habe so eine gewisse Idee, wie was ist oder beobachte was und sage, das will ich genauer verstehen. Ja? Und dann gehe ich da rein und dann lese ich einmal was, ne? Suche ich Literaturrecherche und so weiter. Ne? Sozusagen fülle mich an mit einem Geschenk oder Warenkorb an Theorie, an Input, um irgendwann dorthin zu kommen, für mich es klar zu haben, wo ist ein Erkenntnisgewinn für mich drinnen. Ja? Wenn ich jetzt eh schon so viel gelesen habe oder so. Ja? Und dann einen Prozess zu haben, der am Anfang viel klarer ist und sich Gott sei Dank während den Datenauswerten so tut, wie ich das eh auch in, wie ich das immer wieder auch meinen Studierenden auch mitteilen mag, ist, ja, das ist so wie Jazz. Ja, das ist so wie, man hat eine Musikmelodie, die man kurz mal hört und sagt, dem gehe ich jetzt nach, kommt das woanders auch vor, kommt das in einer anderen Variation vor, kommt das nur bei dem vor und so. Das ist oft ein Akt, wo ich mich verliere oder wo ich immer denke, jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Und dass es dann aber doch gelingt, irgendwie durch diese Reflexion, durch diese Analyse, ein Muster zu erkennen auf einmal, was so erscheint wie, hey, das gehört so zusammen. Und das ist was anderes. Das ist ein schöner Gewinn von Erkenntnis.